Horst, erste Frage, wenn man sich mal reinversetzt in Freddy Bobic, den Manager von Hertha, der heute wahrscheinlich die Korkut-Entlassung bekannt geben wird. Als Manager eines Bundesligisten, wenn du weißt, der Trainer wackelt oder es geht nicht mehr weiter mit dem Trainer, wann fängt man da als Manager eigentlich an, über die Nachfolge nachzudenken und vor allem schon mit Nachfolgekandidaten zu reden? Also wenn es sicherlich so gewesen ist, dass ja, intern besprochen wurde, also Freddy Bobic mit seinem vertrauten Stab, dass wenn es zur Niederlage kommt, dass sie dann agieren werden, wovon ihr ja ausgeht. So waren sicherlich auch gestern die Statements. Dann kann man schon davon ausgehen, dass das bestimmt 3, 4, 5 Wochen zurückliegen wird, wo es sicherlich dann halt auch Gespräche schon gegeben hat mit Kandidaten, die bereit wären, kurzfristig einzusteigen. Sowas muss man natürlich im Vorlauf führen. Es ist dabei immer entscheidend, wie das Verhältnis mit dem Trainer ist, wie man das intern miteinander kommuniziert. Und wie gesagt, ich gehe auch davon aus, nachdem die Statements so nach dem Spiel ausgegangen sind, dass es tendenziell in den nächsten, also heute oder spätestens am Montag, eine neue Bekanntgabe geben wird. Und diese Gespräche, die sind bestimmt schon 4, 5 Wochen alt, weil man braucht natürlich, wenn man im Abstiegskampf ist, immer eine Alternative B und man muss auch sicher sein, dass das passt und kurzfristig dann halt auch über die Bühne gehen kann. Horst, jetzt ist es nicht so ganz einfach, gerade einen Trainer zu finden. Also es sind ja immer die gleichen Namen, die da im Gespräch sind. Und ich weiß auch, dass Freddy Bobic sicherlich Probleme hat, jetzt, ich sag mal, eine Ideallösung zu präsentieren. Haben wir da ein Trainerproblem, dass wir seit Jahren immer mit den gleichen Namen agieren? Oder wie siehst du das? Oder hast du einen Tipp für Hertha, wen die nehmen könnten? Na, ich glaube, der Freddy ist erfahren genug, dass er weiß, was jetzt gebraucht ist. Es ist natürlich immer entscheidend jetzt, wie lang plant man das? Plant man das bis zum Ende der Saison oder über die Saison hinaus halt? Ja, also das ist natürlich erstmal bei das Entscheidende, was ist die Profilerstellung? Ja, welchen Trainer erwarte ich jetzt? Welchen Trainer brauche ich jetzt? Ich glaube nicht, dass es jetzt Faktoren gibt, die wichtiger sind, als wie den Abstieg zu verhindern. Das heißt also, da wird jetzt nicht danach ausgesucht, ob der jetzt unbedingt mit jungen Spielern kann oder ob der eine Philosophie in den Verein mit hineinbringen will, sondern es geht nur und ausschließlich um den Klassenerhalt. Und deswegen ist es natürlich so, dass du Trainer dann suchst, die eine gewisse Erfahrung haben, die stressresistent sind gegen solche Situationen, weil das sicherlich halt auch mit das Schwerste ist, im Abstiegskampf zu bestehen, weil du da immer wieder dann auch Keulenschläge bekommst. Das heißt also, es ist ja tendenziell so, dass du mehr Niederlagen einsteckst, als dass du gewinnst. Und von daher musst du immer wieder mit diesen negativen Szenarien halt auch umgehen können. Du musst immer den Kopf hoch haben und vorneweg marschieren, trotz der Rückschläge, die einem dann passieren. Und deswegen ist das eine spezielle Profilsuche. Und da gibt es immer Experten, die das schon oftmals erlebt haben halt und wissen, wie sie in so einer Situation agieren können. Und deswegen macht es natürlich schon halt auch Sinn, eine gewisse Erfahrung mit einfließen zu lassen. Ich glaube nicht, dass wir ein Trainerproblem haben. Ich habe manchmal eher das Gefühl, dass wir auf der Suche sind, das ganz Besondere finden zu wollen halt. Ja, aber das Einfache ist oftmals das Beste in vielerlei Hinsicht. Und deswegen denke ich nicht, dass wir ein Trainerproblem haben, aber es ist natürlich schon halt auch viel wert, wenn du eine gewisse Erfahrung hast, wenn du alles schon mal durchlebt hast. Das kann von Vorteil sein im Abstiegskampf. Ja, Horst, das klingt alles ein bisschen, als sollte Hertha Friedhelm Funkel holen, oder? Das war ja schon fast das Profil. Erfahren. Also ich glaube, es gibt auch noch andere erfahrene Trainer. Und das, was Alfred vorhin natürlich gesagt hat, also ich habe ja selbst Friedhelm kurz vor Schluss noch geholt und er war maßgeblich daran beteiligt, dass wir ja, den Klassenerhalt über die Relegation geschafft haben. Er hat genau das reingebracht, was notwendig gewesen ist. Cleverness, natürlich aber auch nach innen und nach außen die Ruhe, die man braucht. Einen großen Überblick behalten über das Ganze, weil natürlich dann halt auch Situationen sind, wo Leute wegbrechen, wo Leute halt nur noch mit sich selbst beschäftigt sind. Deswegen wäre das sicherlich eine Variante, aber bei einer Trainersuche ist natürlich auch immer der Zeitpunkt entscheidend halt. Und das Spannende an dem Thema wird sicherlich sein, wenn Sie sich entscheiden, halt den Trainer zu wechseln, halt, wird es auch ein Trainer bis zum Ende der Saison oder wird das ein Trainer ja, über die Saison hinaus? Das ist für mich spannend zu beobachten, weil es am Ende natürlich halt auch eine Auswirkung hat.
Das eine hat Vorteile, das andere hat Nachteile oder beides hat Vor- und Nachteile halt, ja. Wie agierst du jetzt? Das ist sicherlich spannend zu beobachten. Es geht nicht nur darum, dass man sich vielleicht entscheidet, den Trainer zu wechseln, sondern wie man jetzt über die nächsten Wochen plant oder über die Saison hinaus plant. Und das ist, ja, wie gesagt, von außen spannend zu beobachten. Ja, es gab Wunschtrainer von Hertha. Terzic hatte man mal angefragt, der hat abgelehnt. Roger Schmidt war für die kommende Saison mal ins Blickfeld geraten, aber der hat dann auch gesagt, er geht lieber nach England. Also ein Club in der Situation, der zwar einen Investor hat, aber von dem man nicht genau weiß, wo das Geld eigentlich geblieben ist, der auf dem 17. Platz steht, in diesem Jahr noch gar nichts gewonnen hat, da wirst du ja keinen Topmann finden, oder? Also ich meine, da wirst du nehmen müssen, was gerade so da ist. Naja, also ihr lebt ja in Berlin, ihr wisst ja, dass das Stadt halt auch Reize dementsprechend hat. Also ihr lebt in der Hauptstadt, also von daher ist das sicherlich nicht das alleinige Kriterium, unbedingt zu sagen, okay, das ist ein Verein, der jetzt gerade im Abstiegskampf ist. Hertha ist ein Traditionsverein. Ich glaube schon, dass das interessant ist, in diesem Club zu arbeiten oder mehr als interessant ist. Ich glaube schon, dass es viele Kandidaten gibt. Aber es ist natürlich ja, schon grundsätzlich die Frage. Es ist ja nicht nur, dass zurzeit die Hertha auf dem Platz Probleme hat, sondern auch sicherlich ist eine gewisse Unruhe da. All das fließt natürlich im Abstiegskampf mit rein, hilft keinem, wenn man ja, Störfeuer von außen, also außerhalb des Platzes hat. Das ist immer sehr, sehr wichtig, dass man halt auch eine gewisse Ruhe hat im Verein, um den Verein herum. Das hilft der Mannschaft, auch wenn man das nicht wirklich glaubt, aber es ist so. Also von daher wäre das natürlich ein wichtiger Schritt. Und ich glaube, sagen zu können, ohne dass ich es jetzt im Detail weiß, aber ich glaube, dass es viele Trainer gibt, die sich interessieren würden, für die Hertha zu arbeiten. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Auch wenn es sicherlich gerade extrem schwer ist und wenn es auch hin und wieder so ein bisschen von außen chaotisch wirkt. Horst, das wäre bei Hertha jetzt ja der dritte Trainer in einer Saison. Das erinnert mich an deinen ehemaligen Verein Schalke 04 im letzten Jahr. Es hat nichts genutzt, Schalke ist abgestiegen. Ja. Schalke ist abgestiegen und ja, wäre es nicht wichtiger, an der Mannschaft zu arbeiten, statt wieder den Trainer zu wechseln? Denn das Problem liegt ja sicherlich auf dem Platz. Oder ist das eine Verzweiflungstat, die jetzt alternativlos ist, entweder oder, alles oder nichts? Na, ich bin schon bei dir, Alfred. Also es ist natürlich schon halt immer so, das ist jetzt vielleicht auch ein blöder Spruch, aber die Spieler auf dem Platz entscheiden. Trotz alledem brauchen Spieler Führung. Und deswegen ist das sicherlich ein großer Hebel, ja, zum Ende der Saison, den man nochmal verändern kann. Also das kann natürlich helfen. Ja, du kannst jetzt die Mannschaft nicht austauschen, du kannst nicht 5 rausschmeißen und 5 aus der zweiten Mannschaft holen. Das bringt alles nicht so viel jetzt, sondern das ist ein Hebel, den man anwendet, weil er natürlich auch mit der Hoffnung eine größtmögliche Veränderung. Es kann aber auch, wie du es beschildert hast, in der letzten Saison bei Schalke hat es halt wenig bis gar nichts gebracht, aber es ist schon eine veränderte Situation, weil es ist sehr, sehr eng alles beisammen. Ja? Also das ist jetzt nicht so, als wenn die Hertha weit weg wäre vom Relegationsplatz und auch auf den Plätzen davor. Deswegen würde ich da schon halt auch dir zustimmen, dass das nicht Vollstoß eben gewesen ist, dass die Hertha, dass der Abstieg besiegelt ist. Aber es ist schon eine gewagte These. Es ist noch viel möglich. Es gibt noch viele Punkte zu vergeben. Und was sie natürlich schnellstmöglich brauchen, ist Stabilität und einen klaren Plan. Und das kann natürlich auch durch einen neuen Input von dem Trainer halt auch dementsprechend dann passieren. Also es ist sicherlich ein geeignetes Mittel, auch wenn es einem natürlich leid tut für Korkut, weil der auch in einer schwierigen Situation gekommen ist. Ja, das darf man nicht vergessen. Also das war nicht so einfach. Ich glaube nicht, dass der Tabellenstand und das, was man auf dem Platz sieht, mit unbedingt auch mit seiner Leistung zu tun hat, auch wenn er natürlich die Verantwortung als Trainer hat. Nichtsdestotrotz bin ich bei dir, die Mannschaft muss einem das Gefühl geben, dass und muss abliefern. Und das hat man, wenn man sich die Spiele anschaut, ja, nicht wirklich das Gefühl. Ja, das sind andere Mannschaften, die auch unten im Abstiegskampf sind, die agieren aber gefühlt, ja, mehr als Einheit. Ja, die wissen, was die Uhr geschlagen hat und die präsentieren sich anders. Auch wenn sie nicht unbedingt dauerhaft mehr Punkte einholen, aber die wirken geschlossen, auch auf dem Feld. Und das ist in vielerlei Hinsicht natürlich dann auch von Vorteil. Das wirkt bei der Hertha gerade nicht unbedingt der Fall.